So, einen wunderschönen guten Tag hier am Wiener Flughafen. Ganz besondere Gäste darf ich heute hier empfangen. Es ist einmal Andreas Bob von der Wissensmanufaktur und natürlich unseren Franz Hörmann. Franz Hörmann, das Ende des Geldes und Plan B steht heute so ein bisschen gegenüber. Ein Interview, wo ich ganz neugierig heute werde, nicht nur Interview, sondern ich glaube, die beiden Herren haben uns heute einiges zu erzählen. Erstmal hallo Andreas. Hallo mein Lieber, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, mich freut es auch. Hallo Franz. Danke Klaus, dass du mich eingeladen hast. Schön, euch alle zu sehen. Ja, also bevor ich euch das große Thema übergeben möchte, würde ich gerne mal anfangen, weil bei uns haben wir im internen Team von Okitalk so ein bisschen uns Gedanken gemacht und da sind auch einige Fragen gekommen. Und da möchte ich mal ganz einfach mal mit anfangen. Die aktuelle Einschätzung zum bestehenden Geldsystem, speziell der US-Dollar-Euro, wie wirst du das so sehen, Andreas? Also ich denke mal ganz einfach, dass das ein mathematischer Prozess ist, den man eindeutig nachvollziehen kann. Und ich glaube, wir haben beide auch festgestellt, dass dieses System mathematisch mit einer hohen Präzision schon längst kollabiert hätte sein müssen. Was ich zumindest für mich sagen kann, unterschätzt habe, ist die, ich darf es fast mal sagen, kriminelle Energie, mit der dieses System instand gehalten wird. Das heißt also, hier werden letztendlich Rettungspakete gefahren in irgendeiner Form, die natürlich auch gegen geltendes Recht verstoßen aus meiner Sicht. Aber es wird auch mittlerweile gar nicht mehr verschwiegen, dass das so stattfindet, weil die Argumentation ist eben halt in der Richtung, dass wir vor kurzem noch sprachen von einer Bankenkrise. Medial hat man dieses System Bankenkrise längst ad absurdum erklärt und man spricht mittlerweile von einer Staats- und von einer Schuldenkrise, als hätten die Banken gar nichts mehr damit zu tun. Und das ist eigentlich das Absurde. Und unterm Strich gesehen ist das System längst tot. Das Geld stinkt nur nicht. Aus diesem Grunde merkt das noch keiner. Aber wir bezahlen aus meiner Sicht schon mit einer Form von Leichnam. Und eigentlich weiß es auch jeder, der ein bisschen Sachverstand hat. Ja, also unterm Strich sehe ich das genauso. Ich möchte dazu sagen, einer der Staaten, der am allerhöchsten verschuldet ist, zum Beispiel Großbritannien mit über 900 Milliarden. Also das sind alles mathematische Zustände von Nationalökonomien, wo es historisch noch nie einen Ausweg gegeben hat. Das heißt, wir wissen, dass das System zusammenbrechen wird. Was wir noch nicht wissen, ist in welcher Form. Ich vermeide allerdings immer so Formulierungen wie kriminelle Energie, Verstoß gegen Gesetze. Formal stimmt das natürlich. Nur diese Menschen, Politiker oder auch Banker in Führungspositionen, sind meiner Meinung nach schlicht und ergreifend verzweifelt. Ja? Die tun das jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit der Hauptmotivation, sich selbst zu bereichern und ihre Familien, sondern einfach, weil sie keine anderen Möglichkeiten sehen. Ja? Die können eigentlich nur noch das tun, was sie tun, und dass sie damit jetzt schrittweise gegen immer mehr Gesetze verstoßen, ist ihnen wahrscheinlich selber schon langsam unangenehm. Ne? Also es wird Zeit, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen, dass wir ihnen zeigen, wie sie da wieder sinnvoll rauskommen. Wenn ich das so betrachte, warum geht man nicht dann auf alternative Medien? Jetzt sitzen wir heute hier, einmal Franz Hörmann, dann Andreas Bob. Du bist ja angefangen mit Plan B auch. Wird da zu wenig Beachtung gegeben? Gibt es da Probleme von der Mainstream-Seite aus, von den Politikern? Wird man nicht ernst genommen? Wenn man wirklich Bewusstsein schaffen möchte und ernster genommen wird, ist es ganz dringend notwendig, dass man Alternativen aufzeigt. Also ich glaube, wir haben die Situation, dass wir eines unterschätzen. Wir diskutieren sehr, sehr stark über die Probleme auf sachlicher Ebene und unterschätzen dabei das Thema der Machtstrukturen. Die Macht spielt eine ganz große Problematik. Da möchte ich noch was zu sagen, dass gerade auch in der politischen Ebene nicht nur eine Verzweiflung, sondern auch eben halt ein mangelndes Abstraktionsvermögen vorherrscht, wie überhaupt irgendetwas funktioniert. Und da beginnt es natürlich schon auch bei dem Staatsgefüge mit der sogenannten Gewaltenteilung, Exekutive, Judikative und Legislative. Wir haben aber zwei weitere Staatsgewalten, die uns dramatisch führen. Das ist nämlich das Kapital und die Medien. Und Kapital und Medien müssen getrennt sein, sind aber unmittelbar miteinander verflochten. Medien sind vom Kapital abhängig und dementsprechend fallen auch die medialen Absonderungen eben halt oder Auswürfe, kann man schon fast sagen, aus. Ja. Dem kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen. Allerdings, nach meiner Wahrnehmung gibt es auch sehr mächtige Gruppen, denen die Veränderung des Systems ein echtes Anliegen ist. Und soweit ich das sagen kann, sind die momentan auf der Suche nach tragfähigen Ideen, die mit möglichst wenig Kollateralschäden einen Übergang in ein neues,
ganz anderes und kooperatives System möglich machen. Und darin sehe ich in Wahrheit jetzt auch unsere Chance. Also wenn wir in einer Art und Weise die Fehler im alten System aufzeigen können, sodass sich die Personen, die dafür verantwortlich sind, nicht persönlich angegriffen fühlen, sodass wir ihnen zeigen können, dass es auch keine Verurteilungen, Schauprozesse oder was auch immer für einzelne Personen geben wird, weil das kann man in Wahrheit ja gar nicht tun. Ja? Die wurden ja auf eine Art und Weise ausgebildet. Ich rede jetzt über das Bildungssystem, weil da kann ich ja als Hochschullehrer wirklich mitreden. Ja? Also wie, in welcher Art und Weise hier vorgetragen, unterrichtet wird, ist nicht mehr fahrlässig. Das ist einfach verantwortungslos und dort liegen die wirklichen Probleme. Nur man kann es diesen Leuten auch wieder nicht vorwerfen, denn die wurden ja selbst wieder so indoktriniert. Nicht? Also die Methode der Gehirnwäsche ist ja infam. Ja? Also man merkt das ja gar nicht, dass man hier manipuliert wird. Man glaubt ja, besten Wissen und Gewissens wirklich die Wahrheit an die nächste Generation weiterzugeben. Dass man sie in Wirklichkeit indoktriniert und das mit Wahrheit in Wirklichkeit nichts zu tun hat, sondern in Wirklichkeit eigentlich ein Mumpitz, ein schädlicher Mumpitz ist, den man da verbreitet, das kriegt man erst viel später mit, wenn man es denn schafft, die eigene kognitive Dissonanz zu überwinden. Ne? Und das ist dann auch die Frage, wovon man seine Brötchen verdient, ja, und wie weit man sich dann selber noch in den Spiegel schauen will. Genau so ist es. Wenn ich euch so zuhöre, ist das nicht eigentlich eine offizielle Nebenwirkung des Kapitalismus? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Begriffe wie Kapitalismus und Sozialismus sind für mich zwei Seiten derselben Medaille. Wir können sie nennen, wie wir wollen. Es geht um Macht und es geht um Ausübung der Macht und die einen tun es und die anderen lassen es mit sich machen. Und ich möchte da nochmal ganz deutlich zustimmen, dass die Indoktrinierungsanstalten, die wir heute Universitäten nennen, die eigentlich gar nicht mehr universal sind, wie das Wort Universität vermuten lässt, sondern uniform. Das heißt, es sind Uniformitäten. Man geht auf eine Uniformität, wird abgerichtet, um im System zu bestehen und dann kommen eben halt auch Söldner dabei raus. Und wir haben dabei natürlich in allen Bereichen genau diese ideologischen Splitter, die dort eingearbeitet werden. Nehmen wir uns mal an, beispielsweise an der Universität, wo Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft gleichermaßen gelehrt wird, die ja eigentlich konkurrieren. Die Betriebswirtschaft also die Aufgabe, möglichst effizient nach bestimmten ökonomischen Prinzipien zu arbeiten, das heißt möglichst viele Leute freizusetzen, während die Volkswirtschaft daneben sitzt, die Volkswirtschafter und sprechen, unser Ziel ist Vollbeschäftigung und die werden gleichermaßen dann auch noch letztendlich dann beglückwünscht zu ihrem Abschluss und gemeinsam in einer gemeinsamen Feier dann eben halt auch noch diplomiert. Und man merkt gar nicht, dass hier eine gewisse Absurdität ist und auch Spannungsfelder aufgebaut werden nach dem Teile- und Herrschespiel. Und da liegt eigentlich eins der Hauptprobleme. Ja, natürlich. Und die gar nichts verstanden haben, reden dann davon, ein Nationalstaat müsse so wirtschaften wie eine schwäbische Hausfrau. Genau so ist es. Ja. Gut, ich möchte mal weiterkommen zur nächsten Frage. Und da heißt es, Informationen zur Abkopplung der BRICS-Staaten vom Dollar. Auswirkungen? Fragezeichen. Also die BRICS-Staaten, muss man erstmal wissen, worum es sich dabei handelt. Das ist natürlich eine Ökonomie, die versuchen auch aus einer, ich glaube, Verzweiflung, sich frei zu machen, weil das sind unterdrückte Länder gewesen. Das ist ja Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. So ist es, glaube ich, ja. Und die haben nun versucht, sich da frei zu machen. Inwieweit das wirklich möglich ist, ist immer eine Frage. Weil wenn sich Staatensysteme frei machen davon, dass ein separates Wirtschaftssystem entwickelt wird, wo die Hochfinanz nicht mitverdienen kann. Also Deutschland, Österreich hat vor dem Jahr 1914 da eine ganze Menge Erfahrung, wozu das führt. Und ich denke mal, da sind gewisse Parallelen auch wirklich angesagt. Man darf nicht übersehen, es gibt zwei große Machtfaktoren, die hier neben der Hochfinanz noch eine Rolle spielen. Und das ist der Ressourcenreichtum und das ist Militär. Das heißt, wenn in diesen Staaten bestimmte Ressourcen vorhanden sind, die man quasi monopolisieren kann oder als Druckmittel einsetzen und gleichzeitig überzeugende militärische Kapazitäten vorhanden sind, dann kann der Plan aufgehen. Andernfalls nach alter Denke nicht. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Spieß sozusagen umzudrehen und das Divide et Impera zum Beispiel gegen die Hochfinanz selbst auszuspielen. Denn diese Personengruppen wissen, dass ihr eigenes System momentan gegen die Wand fährt und sie sind sich selbst nicht genau einig, wie genau das Nachfolgesystem aussehen soll. Das heißt, es entstehen jetzt hier unterschiedliche Pläne und sie haben ja nichts anderes gelernt. Das heißt, sie werden dann auch wieder gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander, indem sie zum Beispiel viele verschiedene Lösungen gleichzeitig zulassen. Okay, ja, so sehe ich es auch. Mhm.
Okay. Ja, okay. Ja, super. Na, das lassen wir einfach auch mal so stehen, weil wir wollen das auch mal wirken lassen, diese Worte. Und wir wollen ja auch weiterkommen, eine Weltwährung so plant so ein oder andere hier. Wie die Durchsetzung, was hältst du davon, Durchsetzung einer Weltwährung, eine gemeinsame? Also da müssen wir natürlich jetzt überlegen, worüber reden wir? Reden wir jetzt über eine komplett neue Struktur? Da müssten wir erstmal den Begriff Währung definieren. Reden wir bei Währung von Geld? Und wenn wir ein Geldsystem, so wie wir es heute haben, wie wir es benennen und es als Tauschmittel bezeichnen, was es ja, wie du völlig zu Recht sagst, lieber Franz, wie das natürlich nicht der Fall ist. Es ist kein Tauschmittel, sondern es ist eben halt ein Mittel zur Umverteilung von Vermögenswerten. Das ist ja das entscheidende Punkt. Das ist ja ein Spiel, was dahinter steht. Wenn wir aber diese Währung im Rahmen des bestehenden Systems haben, dann sollten wir uns überlegen, dass wir verschiedene Währungen haben. Weil wir dann nämlich Auf- und Abwertungsmechanismen haben. Allerdings bewegen wir dann tatsächlich in der Sache gar nichts, sondern wir bewegen uns weiterhin in dem bestehenden System. Und das bestehende System ist auf Dauer aufgebaut auf, ich sage mal, ein permanenter Prozess, Ressource, Müll, Ressource, Müll, Ressource, Müll. Ich halte diesen Vorgang für sehr schlecht. Und wenn wir von Effizienz sprechen, dann sprechen wir letztendlich davon, dass wir sagen, wir wollen weniger Ressourcen einsetzen, damit wir weniger Müll produzieren. Das nennt man dann effizient. Und ich halte es also für etwas weniger sehr schlecht. Und jetzt kommt eben halt das Problem der Effektiv. Wir sprechen da ja gern von der Biologik. Die Biologie ist ja eine Logik, die dahinter steht, an der wir uns orientieren müssen. Ich nehme einen Bienenstamm, der funktioniert ja so, dass wir auch eine arbeitsteilige Wirtschaft haben. Ich sage mal sarkastisch sogar in Form einer Monarchie mit einer Königin. Und das ist interessant. Und diese Soldaten und die Sammler, die Arbeiter, die fahren also draußen rum und die machen ihre Sachen und dann produzieren sie ihren Honig sogar mehr, als sie eigentlich brauchen, sodass wir da was von abhaben können. Das Einzige, was sie nicht kennen, ist Müll. Ja, das heißt, das, was sie absondern als Kot und Müll, ist schon wieder Nahrung für andere Mikroorganismen. Und das ist zum Beispiel ein Vorbild, wo wir uns überhaupt auseinandersetzen. Wenn wir nach diesem Vorbild arbeiten, müssen wir den Begriff Währung komplett neu strukturieren. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch zu einer Weltwährung kommen wird, weil es vorher schon kollabiert auf ganz anderen Ebenen. Ganz kurz. Ja. Wir haben ja den Euro und man sieht ja auch die Problematiken im Euroland, auch im Dollarland. Utopisch für mich zumindest, wenn ich an einer Weltwährung denke, wenn es in Europa vom Finanzen, vom Euro-Gas gar nicht funktioniert. Gut, okay. Beim Euro muss man natürlich noch ein bisschen was anderes dazu sagen. Also der Euro ist ja ein Derivat wieder des Dollars unterm Strich gesehen. Das muss man so sehen. Und wir müssen sehen, der Euro ist ja gar nicht wirklich in Schwierigkeiten geraten, sondern er ist in Schwierigkeiten geraten worden. Das hängt an zwei Faktoren zusammen. Die D-Mark war nichts anderes als der Euro vom System her, würde auch zum Scheitern im Rahmen einer Exponentialfunktion führen. So sehe ich das zumindest. Und das wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen, weil es ist ein mathematischer Prozess. Das Problem ist, dass der Euro jetzt eine solche sportliche Zerstörung aufweist, liegt natürlich auch daran, dass man im Rahmen der Subprime-Kredite, die man gegeben hat, eben halt diese toxischen Papiere in den Euroraum verkauft hat. Und die jetzt eben halt explodieren und dadurch kriegt man eben halt die Problematik, dass der Euro jetzt zerstört wird. Die Gewinne, die man übrigens gemacht hat durch den Verkauf der toxischen Papiere und zwar aus USA in Richtung Deutsche Bank, ja, die das dann weiterverkauft haben, spannenderweise meistens an die staatlichen Sparkassen, um die dann auch gleichzeitig mit zu entsorgen, weil alles, was im Interesse der Bevölkerung noch agieren könnte, wird nicht unbedingt gern gesehen von bestimmten Gruppierungen. Und aufgrund dieser Tatsache ist es natürlich so, dass wir jetzt natürlich diese Gewinne, die gemacht wurden in den USA, die sind ja noch da. Was passiert mit diesen Gewinnen? Die warten natürlich darauf, wieder investiert zu werden. Und aus diesem Grunde ist jetzt eigentlich der zweite Schritt. Man könnte jetzt, ich sage mal, in Europa eine Situation einführen, in dem die Preise dermaßen zusammenbrechen werden, um dann letztendlich mit den Gewinnen aus der Vergangenheit jetzt hier die ganzen Sachen und Waren günstig einzukaufen. Das ist die Situation, glaube ich. Ja, hundertprozentig. Also die Geschichte Dollar-Euro erinnert mich so ein bisschen, wenn ich das vergleichen darf, an das amerikanische Wrestling. Nicht? Das sind Schaukämpfe, die in Wirklichkeit vom Eigentümer der Bühne, also dem Veranstalter, inszeniert werden. Und er stellt hier zwei Kämpfer einander gegenüber, die in Wirklichkeit gar nicht wirklich kämpfen, aber die das Publikum in die Illusion eines Kampfes bringen. Und das ist auch die Funktion von Euro und Dollar.
Euro und Dollar sollen scheinbar zwei Währungen sein, die gegeneinander antreten, mit zwei verschiedenen Wirtschaftsräumen, die hinter den Kulissen aus den gleichen Gruppen nach den gleichen Regeln konstruiert sind und die natürlich über die NATO-Brücke und was weiß ich alle miteinander verflochten sind und die allein aus diesem Grund schon gar nicht gegeneinander wirklich konkurrieren können und hat keiner Interesse dran. Aber sie schieben sich natürlich zyklisch über diese Geldverknappungs- und Geldmengenausdehnungsspielchen immer wieder die Gewinne zu. Und das ist also im Prinzip ähnlich, wie wenn Basketballspieler, die 2,50 Meter groß sind, ja, und ein paar Durchschnittsmenschen miteinander Basketball spielen, nicht? Und die Mittelgroßen, die erreichen den Ball nie. Also das sind die Spiele, die da momentan ablaufen. Aber vom Prinzip her glaube ich, dass wir momentan in einer Phase sind, wo, wie du das schon angedeutet hast, sich rein mathematisch, wenn wir jetzt an Rechnungswesen, Bilanzen und an die bestehenden Gesetze glauben, die Nationalstaaten, aber genauso auch die Banken, sich nicht mehr halten lassen. Das heißt, die bilanzierenden Einheiten werden unter ihren Schulden zusammenbrechen, ist ganz klar. Wir brauchen jetzt in Wahrheit nichts anderes aus Sicht des Rechnungswesens als ein anderes Bewertungssystem. Ich habe vor ein oder zwei Jahren so einen kleinen Artikel mal geschrieben, weil ich mir da mal was überlegt habe, mit der Überschrift »Das Paradies bei begrenzten Ressourcen«, wo ich folgende Idee hatte. Ich sagte, wenn wir Ressourcen, die wir haben und die wertvoll sind, immer auf der positiven Skala nach oben bewerten, das heißt, je mehr von der Sache, desto besser, ja, dann ist ja rein theoretisch die Vermögensobergrenze unendlich. Ich kann ja ewig mehr haben wollen, als ich jetzt schon habe. Ein alternativer Ansatz, wo ich Menschen dafür belohnen könnte, wo wir auch zu einem Paradies kämen, weil da ist es ja fraglich, kommen wir jemals zum Paradies? Irgendwann fangen wir an, uns um die Ressourcen zu streiten, weil jeder noch mehr haben will als ein anderer. Wenn ich aber ein Paradies auf diesem Planeten haben will, bei begrenzten Ressourcen, kann ich auch den anderen Schritt gehen. Ich kann sagen, wir minimieren einfach alle schädlichen Effekte. Ja? Also wir schauen uns an, was ist alles in unserer Wahrnehmung ein Minus und bringen das auf Null. Denn wenn wir nichts Negatives mehr haben, es gibt nichts Negatives, auf dem Planeten haben wir auch ein Paradies, nur die natürliche Grenze ist sofort erkennbar, nämlich Null, es gibt nichts Negatives mehr. Ne? Und das ist für mich der Vorteil. Ein Paradies bei begrenzten Ressourcen ist das Negative auf Null zu bringen und nicht das Positive zu maximieren ad infinitum. Dazu würde ich auch noch gerne eine Kleinigkeit sagen, weil es ganz interessant ist an der Stelle. Wir haben ja den Begriff Wirtschaft. Und mit dem Begriff Wirtschaft verwechseln wir sehr oft etwas anderes, nämlich die sogenannte Krematistik. Krematistik ist nämlich letztendlich, was Aristoteles hochgebracht hat, die Kunst des Geldmachens. Und die Kunst des Geldmachens, das heißt die ganze Spekulationsebene der Krematistik, ein Begriff, der überhaupt nicht auftritt. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn wir beispielsweise hören Wirtschaftsnachrichten und dann kommen Börsennews. Börsennews haben überhaupt nichts mit der Wirtschaft zu tun, sondern das ist eine Lotterie, das ist ein Wettscheinsystem und die Krematistik ist letztendlich die Kunst des Geldmachens. Und bei dieser Kunst, genau, zur Ökonomik und Krematistik und das muss unterschieden werden, das wird nicht unterschieden. Alleine schon durch die Krematistik ist ein nach oben offener Reichtum natürlich gegeben. Wir haben natürlich die Situation, dass mathematisch ein Reichtum unendlich sein kann, aber durch eine Ökonomie alleine schon begrenzt ist. Da kommen wir nämlich in diese ganze genaue Geschichte, in diese Ressourcenbasis mit rein. Also das fand ich nochmal ganz interessant bei der Gelegenheit. Ja. Könnte man den Begriff Krematistik mal wieder aufwerten? Wäre mal ganz spannend. Ja. Spannend, euch zuzuhören. Ganz einfach, muss ich sagen. Plan B, Andreas Bob. Ist es möglich, dass man den Plan B in verschiedenen Ländern, Staaten heute einführen könnte? Und was steht dagegen über zu den heutigen bestehenden Systemen? Die Frage ist natürlich erst einmal, inwieweit die Leute das Verständnis haben und haben wollen, sich mit diesem Plan B auseinanderzusetzen. Dieser Plan B ist eine Technologie, mit der wir versuchen, auf der Basis des heutigen Denkens eine Umstrukturierung zu bauen. Wir haben ja keinen Staat, der auf einem Reißbrett neu erfunden wird, wo wir bei Null anfangen, dann wäre die Situation eine ganz andere Voraussetzung, sondern wir haben auch die Situation, dass Leute zum Beispiel ihr Leben lang in Lebensversicherungen eingezahlt haben, haben dort ihre Gelder drin und im Rahmen einer Währungsreform oder einer sonstigen Umstrukturierung ihr gesamtes Vermögen verlieren würden. Und aus diesem Grunde haben wir versucht, über den Plan B, vor allem im Rahmen der Umstrukturierung, wie es dann konkret vom Plan her auch abläuft, was ist am ersten Tag der Einführung, was am zweiten, was am dritten. Allein die Umstrukturierung des Plan B dauert alleine über 30 Jahre, bis es dann vollzogen ist. Alleine bis man das kriegerische Bodenrecht in ein friedliches Bodenrecht, um mal den Begriff soziales Bodenrecht, umgewandelt hat. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei. Es ist auf jeden Fall theoretisch
theoretisch umsetzbar in kleinen Regionen, ohne weiteres. Übrigens ähnlich wie das fliegende Rad, jederzeit. Aber hier müsste man es sogar einführen, während man ein fliegendes Rad machen kann, ohne dass es jemand mitbekäme. Das ist der Vorteil. Ja? Aber man könnte das tun. Die Frage ist, inwieweit die bestehenden Machtsysteme, und es gibt ja Freunde, die sehr gut bestückt sind mit Flugzeugträgern, und die haben ja wirklich tragende Elemente und auch Argumente gegen uns, und die könnten da natürlich sehr schnell eingreifen. Das heißt, wir sind noch lange nicht so weit, glaube ich, im Moment in der heutigen Zeitqualität. Aber ich glaube auch eines, dass tatsächlich in den führendsten Strukturen immer mehr Menschen sich breit machen, die sagen, wir müssen etwas tun, wir zerstören uns letztendlich selbst, und sie wissen keinen Ausweg. Und ich glaube, wenn wir jetzt vor allem eins erkennen, dass wir in einer Zeitqualität leben, und die Ruhe ist die Kraft. Wir dürfen nicht zu früh als Königstiger springen, dann landen wir als Bettvorleger. Das ist gefährlich, weil nämlich die Qualität noch nicht da ist, die Zeitqualität. Aber dann wird es machbar sein, denn wir haben ja gesehen, was das Wunder von Wörgl führt. Das kann man ja auch eben halt verändern. Insofern ist das nicht so ganz einfach. Das ist die zentrale Frage, ob man das überhaupt machen kann, weil hier muss das Machtsystem eindeutig diskutiert werden. Und das ist auch ein Problem, was viel zu wenig diskutiert wird. Ja, die entscheidende Frage, die sich stellen wird, ist: Was bedeutet heute Macht? Wir hatten in der alten Gesellschaft, und zu einem Großteil, ich würde sagen zu 60-70% leben wir noch in dieser alten Gesellschaft, Macht relativ eindeutig definiert über Geldwert äquivalenten Reichtum plus militärisches Potenzial. Nicht? Das waren so, man kann dann die Rohstoffe noch dazu zählen und natürlich die Medien, wie du sehr schön gesagt hast, nicht? Also die Manipulation der Meinung der Bevölkerung, weil das bestimmt ja dann auch den Ausgang der nächsten Wahlen und ähnliches. Oder zum Beispiel, ob also ein Land friedlich bleibt oder ob es dort irgendeine Farbenrevolution gibt. Ja? Also demokratisch gewählte Regierungen einfach gestürzt werden, weil es irgendwem nicht passt. Also im Prinzip haben wir verschiedene Hebel, die im alten System immer wieder eingesetzt wurden, um, sagen wir mal, bestimmte Regionen zu disziplinieren. Ja, das heißt also, in der Kolonne zu halten, ja, als Unterstützer, als Supporter eines privaten Geldsystems. Es scheint momentan allerdings so zu sein, dass die, die vom privaten Geldsystem am meisten profitiert haben, selbst das Interesse an dieser Art von Geldsystem zu verlieren scheinen. Also die wollen das System eigentlich sowieso nicht mehr haben. Die wünschen sich etwas anderes. Und jetzt ist der entscheidende Punkt oder die Frage die, wo setzen Sie Ihren persönlichen Schwerpunkt? Ist es Ihre persönliche Lebensqualität, ja, plus Sicherheit, eventuell kombiniert mit Anonymität etc.? Oder ist es immer noch die Idee, bestimmend über die restliche Bevölkerung herrschen zu können? Das heißt, vorzugeben, was die Menschen tun, wie sie ihre Lebenszeit verbringen. Ich glaube, das Erste ist ohne weiteres im Konsens durchsetzbar. Das Zweite ist wahrscheinlich sehr schwierig, denn wir haben es heute mit offenen Informationsstrukturen zu tun. Die Menschen erkennen mittlerweile auch sehr genau, wenn sie das wirklich wollen, wer ihre Herrscher sind. Das lässt sich eingrenzen, das lässt sich fokussieren. Da kann man durch Whistleblower etc. draufkommen. Und daher ist es unangenehm, heute überhaupt ein Herrscher im Sinne eines Manipulators von anderen sein zu wollen. Das würde ich keinem empfehlen. Das ist sehr gefährlich auf lange Sicht. Daher ist es sinnvoller, die Bevölkerung, wenn wir schon beim Konditionieren sind und beim Manipulieren, dorthin zu bringen, durchaus auch mit alten Methoden, dass sie sich selbst verwalten. Ja? Dass sie einfach die Fähigkeit haben, kooperativ und friedlich ihr eigenes Umfeld zu strukturieren, sodass sich alle darin Lebenden gemeinsam wohlfühlen. Nicht eine Wohlfühlgesellschaft ohne Machtanspruch. Das wäre das, was meiner Meinung nach das Intelligenteste ist und wo wir auch im Konsens mit allen sozialen Schichten am ehesten hinkommen können. Und die Technologie, auch die psychologischen Methoden haben wir. Ja? Wir haben die IT, wir haben die Psychologie, wir haben die Didaktik, wir haben momentan die Alternativen, demnächst vielleicht sogar die Mainstream-Medien zur Verfügung. Gut, wir haben natürlich eines, das wir nicht vergessen dürfen. Wir haben eine in unserem privaten Umfeld natürlich Leute, die ähnlich ticken wie wir, weil wir uns mit bestimmten Leuten auch gar nicht zusammensetzen wollen vielleicht. Andere wollen sich auch nicht mit uns zusammensetzen, was übrigens auch häufig vorkommt, ist klar. Das ist ja, man ist ja doch ein bisschen Außenseiter, weil es ist ja doch alles ein bisschen grau. Wir erkennen eines, wir haben einen Fluss, der letztendlich dazu geht, dass die Wissenden immer größer werden. Und jeder, der die Dinge mal durchblickt hat, stellt fest, dass die Welt im Nachhinein ein bisschen grauer ist als vorher. Aber trotzdem will keiner mehr zurück in die Unwahrheit. Darauf können wir bauen. Das heißt, das Entscheidende, was wir brauchen, ist Zeit. Und wir dürfen uns auf gar keinen Fall unter Druck setzen lassen, dass wir der Meinung sind, die Zeit reicht nicht mehr. Die Zeit wird reichen. Und ich denke mal, an der Stelle werden wir in einer
absehbaren Zeit in wenigen Jahren eine Exponentialfunktion haben und dieses sich selbst verwalten, was wir haben aus Demos und Kraten. Kraten heißt ja den Wagen ziehen, sich selbst verwalten. Das wäre ja die Basisdemokratie, aber möglichst eben halt in regionalen Strukturen, dass wir wieder die regionalen Strukturen, die Autarkie, und da sind wir wieder bei dem alten Kampf, einmal die germanischen, das wird immer gern mit Deutsch verwechselt, germanisch ist eine Lebensordnung, die Gallier, die Normannen, die Wikinger, es waren ja alles Germanenstämme, das heißt, und die Teutonen natürlich auch, und unterm Strich gesehen ist es so, dass diese Lebensordnung natürlich auf Autarkie und Regionalität aufgebaut ist, während wir auf der anderen Seite das römische Prinzip haben, worauf doch das Bodenrecht natürlich basiert, und das ist eins der entscheidenden Faktoren, weil, wenn wir uns angucken heute die Geschichtsbücher, das sind ja letztendlich reine Kriegsberichterstattungen, sind ja keine Geschichtsbücher, sondern es sind reine Kriegsberichterstattungen, wo permanent die Grenzen verschoben wurden. Und da, glaube ich, liegt eins der ganz wesentlichen Elemente, nämlich im tatsächlichen Bodenrecht. Wir brauchen ein friedliches Bodenrecht, was wir soziales Bodenrecht nehmen. Und aus dieser Ebene heraus muss man erstmal kommen, weil die meisten Menschen haben eben halt eine tiefe Beziehung zu ihrer Scholle und sie haben Angst vor Eigentum. Goethe spricht ja eben halt vom kompetenten Eigentum, ne, oder qualifizierten. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und das ist der Unterschied eben halt gegen den inkompetenten. Das heißt, wir kennen den Bericht Eigentum verpflichtet und diese Verpflichtung ist wichtig. Und je mehr Eigentum ich habe, desto größer wird meine Verpflichtung. Und das sind eben halt Dinge, die wir eben halt längst nicht mehr auf dem Zettel haben. Ja, das Zitat, das man hier nennen kann, ist, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Ja. Und man erwirbt ja insbesondere Fähigkeiten. Die Fähigkeit, mit dem, was ich rein rechtlich als Titel erworben habe, also was mir schon gehört, dann auch sinnvoll im Sinne von kein Kollateralschaden, auch zum Gemeinnutz dienlich etc. damit umzugehen. Und dann habe ich genau das, nämlich den kompetenten Besitz. Der kompetente Besitz ist etwas anderes als das rechtliche Eigentum. Nur steht heute das rechtliche Eigentum über der Kompetenz des Besitzens. Denn wenn ich heute zum Beispiel einen rechtlichen Eigentümer habe, der eigentlich an einen Pächter etwas vermietet, verpachtet, ja, der aber der Kompetente ist, ein Eigentümer hat damit nichts zu tun, außer dass er einen Zettel hat, wo drauf steht, das gehört ihm, dann kann der Eigentümer heute mehr Rechte durchsetzen gegenüber diesem kompetenten Besitzer, ja, als es eigentlich sinnvoll wäre, auch im Interesse der Allgemeinheit. Und genau dort müssen wir wieder hinfinden. Wir müssen sagen, was ist Kompetenz, wie sieht das aus und wie wird diese Kompetenz, diese Fähigkeit dann auch sinnvoll für alle weiterentwickelt. Nee, wir dürfen ja Wissen auch nicht einfrieren, auf einem Stand halten. Das ist das, was also was dieses alte Handwerkswesen und Zunftwesen ja gemacht hat. Die haben ja auch die Kompetenz geheim gehalten und verknappt, damit einfach die alten Meister ihre Macht weiter ausüben konnten. Und dort wollen wir in Wirklichkeit nicht wieder hin. Also, solange wir natürlich auf Konkurrenz statt auf Konstruktivismus und tatsächliche Kommunikation, das ist ja ganz wesentlich, weil man Angst haben muss, wenn man seine eigenen Ideen weitergibt, dass man dadurch wirtschaftlich Schaden nimmt. Das ist ja die momentane Situation, das ergibt sich aus diesem System. Und das ist natürlich eines der wesentlichen Dinge. Das heißt, es muss ein grundsätzliches Umdenken stattfinden. Aber ich glaube, das ist ein Prozess. Und deshalb haben wir gesagt, zum Beispiel im Rahmen dieses Plan Bs, dass wir eben halt für die Umwandlung des jetzigen Systems eben halt Jahrzehnte ansetzen. Jahrzehnte und im ersten Schritt durch das bedingungslose Grundeinkommen, bedingungsloses Spitzeneinkommen haben wir ja schon. Es gibt ja viele, die eben halt an Reichtum nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Ja. Und dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, was natürlich die Verelendungsangst erst einmal eliminiert. Und zwar im ersten Schritt als Brückentechnologie, damit die Leute erstmal frei werden, sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen, die nämlich jenseits des Materialismus sind. Und da kommen wir ja hin. Genau, kombiniert mit einem Bildungsangebot für sinnvolle Lebensgestaltung. Ganz, ganz wichtig. Ja? Damit die Menschen einmal herauskommen, wie toll es ist, selbst Fähigkeiten zu entwickeln. Weil eines ist ganz klar, wenn sie beginnen, ihr Gehirn auf diese Art und Weise sinnvoll zu verwenden, dann gibt ihnen das einen größeren Kick, als wenn sie auf irgendwelche suchterzeugenden Substanzen abfahren. Ja, ich finde es total spannend. Für mich ist das Thema heute, also jetzt, was ich daraus höre, ganz viele Themen. Das ist das Schulsystem, Wissen, wie oft universell. Ja, Wissen heißt ja eigentlich auch, wir wollen uns entwickeln. Ne? Die Wissenschaft kann man jetzt hier wieder reinbringen, viele Sachen. Aber im Endeffekt sind wir gefangen in unserem eigenen System. Ich höre heraus, dass wir mehr eine direkte Demokratie haben wollen, vor allem vom Volke aus gesehen, so verstehe ich das hier. Und die kleinen Zelle ist immerhin noch das Volk. Was haben wir heute? Herr Franz Hörmann hat gerade gesagt, wollen wir, dass das Volk klein gehalten wird oder wollen wir doch die Eigenverantwortlichkeit, so darf ich das vielleicht mal interpretieren, doch mehr fördern? Für mich heißt es mehr Eigenverantwortlichkeit, Andreas. Ich weiß nicht, ich glaube bei dir auch.
also die Eigenverantwortlichkeit ist natürlich einer der entscheidenden Faktoren, die wir in der heutigen Zeit überhaupt brauchen, um wieder neu lernen. Wir sind ja mittlerweile, haben wir uns ja gegenüber den letzten paar hundert Jahren massiv rückentwickelt. Wir sind ja nicht entwickelt, sind ja keiner hochtechnologischen Situation, sondern wir sind im Prinzip immer mehr ins Neandertal zurückgefallen, geistig. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nach wie vor vom Hirnstamm geleitet werden, nur zu einem geringen Teil von der Hirnrinde. Und das macht momentan ja sehr die Runde. Das sehen wir ja sehr deutlich, so intelligent ich das Ganze manchmal aussehen mag. Demokratie muss man natürlich an der Stelle wieder erklären. Was ist Demokratie? Demos heißt das Dorf. Das heißt, wenn wir regionale Strukturen haben eines Dorfes, die dann eine direkte Demokratie haben. Das Problem ist, dass wenn einer von regionaler Demokratie spricht, dann wird das sehr oft mit nationaler Demokratie verwechselt. Und das Wort national ist negativ belegt, natürlich durch Manipulation, denn Nation ist ja durchaus ein positiver Begriff. Das heißt, wenn einer von Protektion spricht und er sich für seine eigene Nation und für seine eigenen Menschen einsetzt, dann ist es ja schon ein Schimpfwort. Ja, also wer was für sich selbst tut und für seine eigenen Menschen tut, das wird ja schon beschimpft, wie die Sippe. Die klassische alte Sippenstruktur, die wir haben, Sippe ist ja ein Negativbegriff geworden. Das war die großgefasste Familie, die sich geholfen hat, die tatsächlich eben halt die einfachen Strukturen der Autarkie hatten. Und das wollte man zerstören, deshalb redet man auch heute gern davon, na, das ist vielleicht so eine Sippe, ja, als Negativbegriff. Und deshalb haben wir den zentralistischen Kampf mittlerweile schon seit Ewigkeiten. Da sind wir wieder bei Rom, das alte Römische Reich, das kommt immer wieder durch, res privata res publica, das heißt, dass wir tatsächlich eine zentralistisch gesteuerte Gesamtsystematik haben und wir sehen, dass der Weg eben halt zur Globalisierung, zum Größenwahn, zum Wachstumswahn, Globalisierungswahn, also im Prinzip immer heftiger wird. Genau das ist der falsche Weg, wir gehen genau in die verkehrte Richtung und müssen genau wieder zurück, kommen wieder zurück auf die Autarkie, dann kommt auch die Eigenernährung, dann kommt auch so etwas wie Nachhaltigkeit, aber mittlerweile ist es so, es berührt uns nicht mehr, wenn wir wissen, dass in Afrika so und so viele tausend Kinder pro Tag sterben. Das sehe ich ja sehr deutlich. Aber wenn ich dann beispielsweise in meinen Vorträgen sage, dass im Rahmen einer Währungsreform der Bausparvertrag eliminiert werden können, dann gehen aber die Emotionen hoch gegenüber den 25.000 Kindern, die am Tag sterben, weil dann ist man selbst betroffen. Das heißt, wir können uns keine Menschen backen, sondern wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Das ist meine Meinung. Und in kleinen Strukturen lässt sich das regeln. Und es wird sich im Rahmen einer direkten Demokratie, ich bin gleich fertig, im Rahmen einer direkten Demokratie wird sich auch relativ schnell entwickeln dann eine Gruppierung von denjenigen, die dann die Strukturen steuern. Übrigens im Rahmen einer gemeinnützigen Politikerkaste, die natürlich unentgeltlich arbeiten und sich darüber freuen und dankbar sind, dass sie dem Volk dienen dürfen. Wir sind ja eine Dienstleistungsgesellschaft. Leisten will jeder, aber dienen will keiner mehr. Das ist das große Problem. Und an der Stelle müssen wir eben halt erstmal die Begrifflichkeiten wieder neu strukturieren. Aber ich denke, du willst auch nochmal was dazu sagen. Aber gern. Ja, also ich kann mich dem auch wieder, wie vorher, nur anschließen. Ein entscheidender Punkt ist für mich vielleicht der Aspekt, dass die Gesellschaft, wie gesagt, sich selbst verwaltet und damit autark wird. Das ist schon klar. Nationalstaaten sind gut, solange sie nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und da muss man sich einfach die Geschichte sehr genau anschauen und sagen, wer hat denn in der Geschichte Staaten gegeneinander ausgespielt? Das waren logischerweise die Banker, die beide Kriegsseiten finanziert haben, und das waren die Rüstungsproduzenten, die für beide Seiten die Waffen hergestellt haben, und hinterher, als dann alles in Trümmern lag, war es die Bauwirtschaft, die dann auch wieder in allen Kriegsführenden gegen auf Kosten der Staatsschuld ja dann wieder toll davon profitiert hat. Das heißt, wenn wir ein System, ein rechnerisches oder ein pseudomathematisches System so konstruieren, dass wir in der doppelten Buchhaltung ein Nullsummenspiel haben, das heißt, ich kann eigentlich immer nur das auf meinem Konto mehren, was ich in der Gegenbuchung einem anderen wegnehme, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn am Ende der Krieg übrig bleibt. Nicht als Vater aller Dinge, wie man das dann zynisch wieder sagen kann. Ne? Weil ja in Wirklichkeit der Krieg dann sehr wohl ja, die Fortsetzung der Diplomatie, nämlich in Wirklichkeit der doppelten Buchhaltung, mit anderen Mitteln ist. Genau. Ja, das ist ein Ding. Ne? Wenn man das ganzheitlich einmal sieht, wie die Konstruktion begonnen hat, das ist sehr schön mit dem römischen Recht gezeigt. Ne? Was die Römer ursprünglich gemacht haben, war ja Manipulation. Die wollten ja alle anderen Staaten unterwerfen. Das war ja der klassische Imperialismus, den die damals begonnen haben. Und dieses System haben wir blöderweise immer noch. Wir haben die alte Buchhaltung noch von den Sumerern, ja, das Schuldgeldsystem, unglaublich, man stelle sich mal vor. Und wir haben die Machtpolitik der alten Römer und ihr sogenanntes Rechtssystem, das ein Sachen- und Schuldrecht ist, aber kein Menschenrecht. Ne? Da müssen wir ja hin. Wir müssen sagen, Menschen haben Rechte, Pflichten natürlich auch. Ne? Aber als erstes mal Menschen, die Menschenrechte haben, und die gehören verbrieft. Das ist ja das, was heute noch nicht passiert ist. Wie definieren wir den Menschen in seiner persönlichen Freiheit, aber auch in der Pflicht,
die Kreativität, die ja ein Geschenk ist. Die Engländer sagen ja so schön gifted. Also ein talentierter Mensch hat ja ein Geschenk erhalten. Ich suche mir ja nicht aus, ob ich als Einstein geboren bin oder nicht. Aber wenn das dann passiert, wie gehe ich mit diesem Wissen um? Ja, beute ich andere aus, weil ich mich besser fühle? Oder stelle ich dieses Wissen allen anderen zur Verfügung? In Wirklichkeit, warum? Damit in Wahrheit ich nicht immer die gleiche Sache machen muss, bis sie mich selber anödet. Dass wenn ich meine Kompetenz zeitgerecht weitergib an andere, dann habe ich auch die Chance, mich selber weiterzuentwickeln, mal was anderes zu lernen. Ja? Das heißt, meine eigenen Fähigkeiten wieder in eine andere Richtung zu lenken, ist ja für mich auch viel spannender. Ne? Das heißt, sogar jemand, der eindeutig einen gewissen Bereich geistig überlegen ist den anderen, ist ja gut beraten, diese Fähigkeiten an andere weiterzugeben, sonst bleibt er ein Leben lang ja, dieser eine Fachidiot ja, und wird sich in anderen Dingen nie auskennen. Er wird dann in Wahrheit ja in allen anderen Bereichen erst recht wieder über den Tisch gezogen werden, weil die anderen sich revanchieren werden, wenn sie sagen, der verlangt für seine Spezialleistung so viel, ja, wir holen uns auf anderen Seiten, wo er nicht so kompetent ist, ein Mehrfaches wieder zurück. Das heißt, auch ein Fachexperte ist vor Übervorteilung im heutigen System ja überhaupt nicht gefeit. Ich erinnere in dem Beispiel an die ganzen Mediziner, die von den Banken zur Finanzierung ihrer ganzen Praxen über den Tisch gezogen werden. Klar. Also das sehe ich ganz genauso. Vielleicht nochmal zum Thema, dass wir immer wieder Krieg brauchen, damit die Dramatik auch verständlich wird. Für die vielen Zuhörer beispielsweise, die nämlich die Wichtigkeit oft nicht erkennen, sonst glauben sie nachher, wir bewegen uns hier auf irgendeiner philosophischen Diskussionsebene, die uns nicht konkret wird. Wenn wir wissen, dass 1914 der zweite 30-jährige Krieg begann, der bis 1944 gedauert hat und in mehreren Phasen lief, ja, das ist ja das große Problem, denn das muss ja erstmal verstanden werden, weil wir können ja die deutsche Geschichte speziell oder auch die österreichische, die gehört ja unmittelbar zusammen. Wenn man ab 1914 rechnet, dann muss man einfach mal sehen, was da gelaufen ist. Und wenn wir sehen, dass der Zweite Weltkrieg natürlich auch ein gigantisches Konjunkturpaket war, nachdem der New Deal in den 30er Jahren unter Roosevelt nicht funktioniert hat und dieser Krieg natürlich tatsächlich eine Zerstörung Europas mit sich brachte, um es wieder neu aufbauen zu können, da werden uns dann solche Geschichten erzählt wie Marshallplan, als ob man uns was geschenkt hätte in irgendeiner Form. Da könnte man sich jetzt drüber unterhalten. Was ich damit nur sagen will, ist, wir stehen in derselben Situation heute wieder. Wir stehen in derselben Situation, dass wir schon wieder nach dem Teile- und Herrsche-Spiel, dafür sind ja die Parteien nach Pars Populi eben halt zuständig, nämlich die skrupellose Aufteilung der Menschen durch Infiltrierung ideologischer Splitter in ihre jeweiligen Klientel. Da wird Nationalismus und auf der anderen Seite wird dann eben halt alternative Energie und daneben wird Ausländerpolitik und daneben wird Religion und alles verschiedene Themen, die miteinander gar nicht korrespondieren und jeder ist in seinem Schwerpunkt und dadurch kommt auch keine Kommunikation zustande und so funktioniert das ganze Spiel ja. Und wenn wir sehen, dass wenn wir unser jetziges Finanzsystem haben und wir sehen die Geldmenge im Umlauf und wir sehen, wie viel Vermögenswert steht eigentlich hinter der Geldmenge. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auf dem Dollarschein draufstehen, this note is legal tender for all debt, public and private. Es steht ja drauf. Ja, bei der Euronote kann man sich über unterhalten, da steht schon gar nichts mehr drauf. Also das ist ja eine ganz besonders lustige Geschichte, ob das überhaupt Geld ist. Aber wie dem auch sei, was ich nur meine ist, wir stehen vor derselben Problematik, wie wir haben. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe nichts gegen Frau Merkel, weil die macht ja nichts. Insofern ist es so, dass die hat einen irgendwo Skiunfall oder was. Ja, okay, das tut mir leid, das meine ich ganz ernst. Aber unterm Strich gesehen ist es so, dass ich mir da schon Gedanken drüber mache, dass wir erkennen müssen, dass hier auf ganz anderer Ebene tatsächlich wieder eine Zerstörung aufbaut, weil wir sehen, dass die Griechen jetzt eine Frau Merkel abbilden mit einem Hitlerbärtchen und solche Sachen. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht, aber genau da sehen wir, wie es läuft. Und ich habe einen Bekannten, der ist in einer Sprachschule in London und der sagte mir zum Beispiel, es sind unheimlich viele spanische Arbeitslose, die dort jetzt in der Sprachschule sind und die sind alle der Meinung, Usus, dass die Deutschen, denen geht es ja gut und die sind schuld an dem Elend Europas. Das erinnert mich sehr, sehr stark, wenn man sich mit Geschichte auseinandersetzt in der Zeit zwischen 1871 und 1914. Leider können die Leute mit dieser Gründerzeit überhaupt nichts anfangen. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann knallt es. Und aus diesem Grunde müssen wir dringend diese Themen nicht als philosophisches Geplänkel sehen, sondern als dringend notwendig. Das war mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass wir das auch nochmal bringen. Also die philosophische Stunde haben wir, glaube ich, nicht. Natürlich ist die Philosophie ein bisschen angegriffen und mit reingebracht worden. Wir haben Grundbedürfnisse, wir Menschen. Ganz einfach, wir sind alle gleich irgendwo. Und das muss die Politik auch versuchen zu verstehen. Es geht jetzt nicht nur um das Soziale, sondern aber der Mensch, der muss, hat die gleichen, wir müssen essen, wir müssen trinken, wir sind alle gleich. Und wenn man das versteht, diese Grunddinge, und darauf einfach eine Basis versucht aufzubauen,
glaube ich, da gibt es gar nicht so viele andere Wege zu definieren. Und wenn man die berücksichtigt, es steht im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Steht drin. Aber keiner hält sich dran. Würde man sich dran halten, würde man auch eine gewisse andere Richtung automatisch aussenden. Normalerweise dürften wir nach dem Grundgesetz ja gar keine Politik machen. Das wollte ich mal einfach mit einbringen. Können wir kommentarlos ruhig so stehen lassen. Ich möchte nochmal zum letzten Punkt kommen und da heißt es hier, gibt es Kontakte der Wissensmanufaktur zu Gruppierungen mit unter anderem Lösungsmodellen, speziell geldlose Systeme, wie die, das Informationsgeld zum Beispiel nach Franz Hörmann her oder das Ubuntu-Prinzip nach Michael Tellinger? Also wir kennen natürlich uns alle untereinander und wichtig ist, dass alle Menschen, die unterschiedliche Lösungen favorisieren, sich sehr schätzen. Und am Strich gesehen glaube ich auch, dass die Wertschätzung auf allen Seiten gegeben ist. Die Nichtwertschätzung, die tritt einfach nur in den normalen Foren des Internets, wenn irgendwelche Leute anfangen mit Dreck zu schmeißen, völlig inkompetent. Darauf kann man auch gar nicht reagieren, will man auch gar nicht, weil was stört es eine deutsche Eiche, wenn ein Schwein sich an ihr scheuert? Das sage ich mal so ein bisschen salopp hier an der Stelle. Und natürlich haben wir Kontakt an der Stelle. Was ganz wesentlich ist, für direkte Verbindungen und Zusammenschlüsse halte ich die Zeit noch für zu kurz, weil wir haben momentan eine Situation, dass uns bestimmte, ich sage mal, morphogenetische Felder mit Sicherheit verbinden und dass wir dadurch auch eine gemeinsame Energie nach außen strahlen. Und dazu brauchen wir gar nicht permanent zusammenhocken und Strategien machen, weil wir sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Menschen ansprechen. Das ist meine Meinung. Und ich glaube ganz einfach, dass ein Zusammenschluss natürlich dazu führen würde, dass das System einen Gegner isolieren könnte. Und jeder Feuerwehrmann weiß, am schlimmsten sind Flächenbrände, wo es an jeder Ecke zündelt. Und ich glaube, da sind wir noch. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns zusammenschließen können und dann konkret werden. Noch sind diese Lösungen alle in so einer Form gehalten, damit man überhaupt sagen kann, pass auf, wir haben ein Problem, die Analyse ist klar, wir brauchen eine Lösung und es gibt welche. Wir haben eins, das ist der Plan B, ja, andere haben andere und beides ist völlig erstmal okay, aber wir brauchen jetzt vor allem erst einmal die Analyse. Ich denke mal, dass wir am Plan B noch einiges nachjustieren müssen, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir uns an bestimmten Stellen auch irren, weil das normal ist und das wird den Franz Hörmann genauso gehen mit seinem Informationsgeld und jedem anderen auch und jeder, der was anderes macht, ist auch aus meiner Sicht unseriös. Ja, also als Wissenschaftler, der diesen Begriff wirklich ernst nimmt, kann ich dazu nur sagen, es ist unseriös, ein Modell in den Sozialwissenschaften als endgültig zu bezeichnen. Das kann es gar nicht sein. Ich glaube, eine Wohlfühlgesellschaft, eine Gesellschaft, wo man wirklich ohne Angst, angstfrei und würdevoll leben kann, ist eben genau eine solche, die nicht ein konkretes Modell auf ewig konstant einfriert, sondern eine Gesellschaft, wo offen bekannt wird, wer auch immer sich irgendwie nicht wohlfühlt, kann seinen Bedarf, seine Probleme melden und wir werden uns bestmöglich um ihn bemühen. Ganz einfach, ne? Denn es gibt immer zum Beispiel neue Technologien, neue Probleme, Bedrohungen von innen oder außen, die nicht vorhersehbar sind. Nicht? Und eine vernünftige Gesellschaft, wo wir uns wohlfühlen, kann ja nur eine sein, die auf solche Änderungen flexibel, aber eben menschlich und wertschätzend reagiert, wo eben niemand sozusagen durch ein soziales Netz fallen kann, beziehungsweise es auch nicht bekrittelt wird, dass er überhaupt dort aufgefangen wird. Ne? Denn wozu sollen soziale Netze sonst überhaupt gut sein, nicht? Wenn man nicht die Menschen darin auffängt? Das kann man ja hinterher nicht vorwerfen. Nicht? Ist ja alleine schon die Idee absurd. Nicht? Also das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn alle gesellschaftlichen Schichten erkennen, dass sie in Wirklichkeit von derselben Substanz genährt werden, und das ist die Kooperation und das ist die Kommunikation, ja, dann können sie auch sofort am gleichen Strang ziehen. Und das ist mein wirkliches Ziel. Dass das jetzt bei mir Informationsgeld eine Ausgestaltung ist, bei dir Plan B und dann gibt es noch etliche andere, das sind bestimmte Entwicklungen, die ich alle gutheiße und ich würde es am schönsten finden, wenn wir die alle gleichzeitig umsetzen, ja, parallel, so wie man heute unterschiedliche Kreditkarten hat, ja, oder in verschiedenen Online-Spielen unterwegs ist oder Communities und Foren, ja, und dann werden die Menschen einfach sozusagen abstimmen durch ihr Verhalten, manche gehen dorthin, andere dorthin und die Systeme selbst werden sich auch weiterentwickeln, ne? Und dann wachsen sie zusammen oder bleiben getrennt und werden aber dann friedlich miteinander kommunizieren an der Schnittstelle. Das ist ja das besonders Schöne. Vielleicht nochmal, das finde ich ganz toll. Also wir stellen nur eines fest immer wieder, dass die Menschen, die sich im alternativen Themen auseinandersetzen, dass sie auch sehr, sehr oft sehr vereinsamt sind in ihren Gebieten. Und wir haben über die Wissensmanufaktur festgestellt, alleine über uns, dass es
mittlerweile in jedem Landkreis, in Deutschland nennt man das Landkreise, in Österreich eben kann man das sich vorstellen, wie groß das ungefähr ist, also ein kleiner Bereich, sogenannte Gemeinden und Landkreisen, in jedem dieser Landkreise es mehrere hundert Leute gibt, mittlerweile in Deutschland, Österreich und Schweiz, die sich zum Beispiel mit den Themen der Wissensmanufaktur und somit auch mit Hörmann und allen auseinandersetzen, das heißt also alternativ unterwegs sind. Das Problem ist, sie kennen sich nicht. Und ich möchte hier mit dem Beispiel, wie es Rico Albrecht immer gerne rüberbringt, mit der Geschichte der Raupe. Die Raupe wird ja irgendwann zum Schmetterling. Die Raupenzellen sind halt da. Und diese Raupe hat irgendwann die Problematik, so empfindet sie das, dass sich dort neue Schmetterlingszellen bilden, die natürlich als fremdartig und somit als Krebs diagnostiziert werden und bekämpft werden. Aber sie kommen von Immunsystem, sie werden immer weiter und immer weiter, aber sie nehmen immer mehr, bis sie anfangen zu clustern, bis sie anfangen, größere Gruppierungen zu bilden. Und irgendwann löst sich die Energie des alten Raupensystems von allein auf und dann entsteht eben halt plötzlich dieser neue Schmetterling. Und daran sind wir beide, denke ich mal, aktiv beteiligt. Und wir werden in diesem Jahr von der Wissensmanufaktur zum Beispiel jetzt im Herbst, im September, eine Veranstaltung machen, die wird heißen Freundeskreise. Und diese Freundeskreise wird sich nicht beziehen jetzt nur auf Plan B oder sonstige Dinge, sondern das Gleichgesinnte, die sich tatsächlich um Lösungen bemühen und an Lösungen interessiert sind. Und vor allem auch Gleichgesinnte zu finden, die sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen, dass wir die ersten Clusterungen bilden. Das werden wir in Kürze bekannt geben über ein Newsletter. So viel Werbung darf ich jetzt mal machen, weil es ist eh gemeinnützig. Wir verdienen da kein Geld mit. Dass wir an der Stelle eben halt in Berlin vermutlich oder auch bei uns in der Gegend eine große Veranstaltung machen, wo Leute sich aus ihrem eigenen Gebiet dort kennenlernen. Und wir haben festgestellt, dass viele Leute ja Seminare besuchen. Und wenn sie von den Seminaren zurückkommen, sagen sie, das Seminar war soweit okay. Aber am schönsten waren immer die Pausen, weil da haben sie Leute kennengelernt und das war immer sehr spannend und konnten sich lustig unterhalten. Und wir möchten eben halt eine Veranstaltung machen, wo die Pause der Hauptseminarinhalt ist und in den tatsächlichen Pausen Vorträge stattfinden. Das heißt, der Hauptpunkt wird sein, interaktives Arbeiten der Menschen, die dort teilnehmen, um sich kennenzulernen, Gruppierungen zu bilden, um sich dann auch selbst zu ändern. Wir wollen nicht die Führung übernehmen und auch keine Regie führen. Wir wollen auch keine zentralistische Organisation haben in Form von Filialen. Nur die Menschen zusammenbringen, damit sie dann ihren eigenen Weg gehen. In Kürze werden wir darüber informieren. Ja, dazu möchte ich vielleicht auch ganz kurz erwähnen, wir haben hier in Österreich eine Softwarefirma, die genau dafür auch schon ein soziales Netzwerk entwickelt hat. Die nennt sich Creality.com, mit C geschrieben, Creality und dann 2i, Creality.com. Und die machen das mit Workshops, also die erheben die Daten aus biologischem Anbau, wie sie das nennen. Also man geht da nicht wie bei Facebook rein und füllt ein Profil aus und kennt die anderen Leute nicht, sondern man trifft sich in einer kleinen Gruppe und dort definiert man, was sind die persönlichen Fähigkeiten, Wünsche, Kontakte, Erfahrungen, Visionen, ja? Was habe ich im Eigentum, das ich an andere verleihen kann, ja? Welche Projekte würden mich am meisten begeistern, und die haben eine intelligente Suchmaschine mit künstlicher Intelligenz, ja? Die zum Beispiel, wenn ich ein Projekt vorgebe, auch die Komponenten finden kann und sagt, vernetz dich mit dem, mit der, ja? Die wohnt in deinem Umkreis, zack, 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 ja? Und dann macht man auf einmal Projekte möglich. Und ich glaube, dass das überhaupt wahrscheinlich die Struktur sein wird, wo wir in Zukunft die Gesellschaft bewegen werden. Wir werden uns auf der Projektbasis in Ad-Hoc-Netzen vernetzen, ja, um bestimmte Projekte aus der gemeinsamen Begeisterung möglich zu machen. Ich lege die Creality auch ans Herz. Vielleicht können wir auch in deiner Gegend gerne mal ein Event machen. Machen wir das. Bringen wir die ein, die sind in Deutschland und der Schweiz auch schon vertreten. Ja. Das wäre ganz, ganz toll, ja, weil da sind Künstler dabei, ja, da sind Biobauern und so weiter, alle schon mit dabei, die jetzt quasi gegen ein Abonnement andere mit ihren Pflanzen und mit ihren Nahrungsmitteln versorgen. Also da sind wir schon ziemlich weit. Schön. Also ich bin ein Mensch, der jetzt hier eine Wahrnehmung hat, ganz einfach. Und wir Menschen sind eigentlich überhaupt gar nicht dumm. Wir haben so viel Wissen, Effektivität umzusetzen. Wir leben im Jahre 2013. Ich habe immer mal gelernt früher den Spruch, aus Erfahrung wird man klug. Ich sage immer, aus Erfahrung sollte man klug werden. Wir haben gerade mal so das Anfang des 19. Jahrhunderts mal angesprochen, Geschichte angesprochen, aber es wiederholt sich immer wieder. Ich werde oft gefragt, Klaus, sagt man zu mir, bist du Franz Hörmann-Fan oder Andreas Bob-Fan? Ich sage immer so schön, ich finde es super, dass es solche Menschen gibt, denn ob das Plan B ist oder das Ende des Geldes, Bernd Senf oder wie sie alle heißen. Ich bin sehr froh, dass die Gesellschaft für sich entscheiden kann, aussuchen kann, was für sie selbst
vielleicht das Richtige sei. Und deswegen sollte mehr, meine ich, die Orientierung der verantwortlichen Politiker, das heißt für mich die Volksvertreter, vielleicht auch mal ein bisschen mehr hinschauen und das auch mal öffentlich diskutieren. Das wäre so mein Wunsch, dass man das mehr in die breite Masse hereingibt. Von meiner Seite aus gibt es natürlich immer wieder viele, viele Fragen. Andreas, wir haben ja auch vor ein paar Tagen mal gesprochen. Wir würden uns sehr freuen auf eine Sendung bei OGTalk mal interaktiv auch hereinzuspazieren. Oder halt auch von Kanada aus, das ist ja OGTalk, ne? Also, und da freuen wir uns ja. Ne? Ich denke mir, es gibt noch vieles heute bestimmt auch anzusprechen. Ich gebe das Mikrofon gleich wieder in die Runde. Von meiner Seite aus sage ich jetzt erstmal, ich bin jetzt noch spannend am Hinhören bei euch beiden, um überhaupt mal zu wissen, was noch heute so für euch wichtig ist. Also vielleicht nochmal auf den Begriff Fan. Das ist so ein bisschen Personenkult. Das erinnert mich sehr stark an die derzeitige Politik, wo es nie um Sachthemen geht, sondern immer nur um die Situation, wer macht was und hat da seine Frau schon mal betrogen und hat da Mumps oder hat da AIDS oder ist er schwul oder was auch immer. Diese ganzen unwichtigen Dinge werden diskutiert. Das interessiert mich jetzt relativ wenig. Also wenn, geht es darum, dass wir versuchen sollten, auf möglichst vielen Ebenen Themen anzusprechen und dass die Leute endlich auf die Sachthemen rückkommen. Solange es momentan die Situation ist, dass wenn ein Prominenter schwanger ist, dass das wichtiger ist, als wenn ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Und das ist eins unserer Hauptprobleme. An der Stelle müssen wir nämlich wirklich grundsätzlich neu strukturiert denken. Und das geht offensichtlich immer wieder erst dann, wenn der Hintern in der Schlinge hängt. Das ist dramatisch. Insofern können wir fast von Glück sagen, dass in Japan Fukushima hochgegangen ist und dass kein Atomkraftwerk in Afrika war. Weil dann hätte man nämlich gesagt, die sind einfach zu blöd, ein Atomkraftwerk zu fahren. Das wäre denn so dieser Gipfel an Arroganz, der denn gekommen wäre. Und so weiß man, das ist ein moderner Staat und das ist jetzt, nicht, dass ich jetzt sage, das ist froh, dass es jetzt in Japan ist, natürlich Blödsinn, aber damit haben wir einen ganz großen Vorteil, dass wir erkennen, wir sind alle fehlbar. Und wir sind hier an der österreichischen Grenze nach Tschechien und hier nicht weit von uns gibt es die nächsten Atomkraftwerke auf der Basis von Tschernobyl. Und ich weiß nicht, wie lange das noch weitergehen soll und eigentlich merken es die Leute. Und diese Political Correctness, die wir haben, ich habe davon einfach die Schnauze gestrichen voll, um es mal ganz sachlich auszusprechen. Wir müssen es mal ganz deutlich beim Namen nennen. Und insofern, denke ich mal, haben wir da auch alles von meiner Seite her gesagt. Ja, also inhaltlich kann man vielleicht, was die Atomkraftwerke betrifft, Folgendes sagen. Die Eigentümer oder Betreiberfirmen oder ihre Aktionäre, also die Lobbys, die dahinter stehen, denen können wir mit einem anderen Geldsystem, ist vollkommen egal, ob das Plan B ist oder ob das Informationsgeld heißt, das Einkommen zur Verfügung stellen, das sie heute auch haben. Aber mit einer besseren Technologie. Wenn Sie autarke, lokale Energieversorgung, ja, also das, was man so etwas flapsig als freie Energie bezeichnet, also netzunabhängige Energie, wenn Sie das unterstützen würden, ja, könnten wir Ihnen gleichzeitige Einkommen gewähren, das Sie heute auch haben, mit einer sicheren Technologie, sodass Sie auch nicht um Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder und Familien fürchten müssten und zusätzlich auch nicht Angst haben müssten vor einer aufgebrachten Bevölkerung, ja, die irgendwann weiß, wer eigentlich wirklich verantwortlich ist dafür, was in Japan alles schiefgelaufen ist. Ich will mich da gar nicht verbreitern, das findet man, wenn man es will, sowieso im Internet. Also das war vollkommen logisch klar und absehbar, dass Kernkraftwerke irgendwann in die Hose gehen müssen. Ja? Und es ist auch wissenschaftstheoretisch jetzt wieder gesprochen so, dass es bestimmte Risikokategorien gibt, die finanziell nicht bewertbar sind. Ne? Also diese schwachsinnige Betrachtung, ja, mit Wirtschaftswachstum, mit Versorgung, mit Angst vor Blackout, das ist alles nur ein Erpressungsspielchen der Bevölkerung, aber das funktioniert nur bei denen, die sich nicht wirklich auskennen. Denn wir haben bessere Technologien, ja? Einkommen können Aktionäre dann immer noch haben, ja? Und gesund bleiben wir dennoch und auch die Artenvielfalt, nicht auch die Ökologie bleibt erhalten. Also das sind ja alles Dinge, die uns allen gemeinsam am Herzen liegen sollten. Ich möchte da jetzt keine Unterschiede mehr zwischen den Eigentümern, den Shareholdern, den einfachen Menschen und den Betroffenen von solchen Kernkraftunfällen treffen, denn in Wirklichkeit ist das eine Einheit und die Interessen aller dieser Gruppen können wir alle unter einen Hut bringen, wenn wir es mit der richtigen Methode angehen. Und mit der richtigen Kommunikation, das halte ich auch ganz wichtig, weil alleine schon, wenn wir den Begriff Restrisiko benennen, ist das eine völlige Fehlkommunikation, weil Restrisiko bedeutet, dass
alle Risiken eliminiert wurden und dann das, was dann noch übrig bleibt, das nennt man Restrisiko. Aber ein Atomkraftwerk hat konkret zu definierende Risiken, die dann eben halt bekannt gegeben werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 25 Millionen oder was auch immer. Aber das ist kein Restrisiko, sondern ein kalkuliertes Risiko. Das ist also ein ganz großer Unterschied. Das heißt, wesentlich ist aus meiner Sicht vor allem die Grundlage der Kommunikation, saubere Vokabelnutzung, auch wenn man mir das immer wieder vorwirft, weil das ist, klingt immer ein bisschen langweilig, aber das ist wichtig, sonst reden wir permanent aneinander vorbei. Ja, voll, völlig richtig. Und wenn wir jetzt die Atomkraftwerke betrachten, meiner Meinung nach, völlig abgesehen ist von Restrisiken, wie wir die bezeichnen wollen, die Frage der Endlagerung ist ja überhaupt nicht diskutiert. Nicht? Da haben wir überhaupt noch keine Idee und ich frage immer wieder, was für eine Technologie soll das sein, wenn so ein zentrales Problem wie die Endlagerung von Brennstäben ja noch nicht einmal in der Praxis wirklich gelöst ist. Nicht? Das muss man sich mal vorstellen. Man setzt das weltweit im industriellen Maßstab ein und hat dafür noch nicht mal eine taugliche Lösung. Gestern haben wir noch das Thema Atomenergie gehabt. Eigentlich müssten alle Atomkraftwerke ja zumindest in Deutschland, vielleicht auch in Frankreich, schon alle abgeschrieben sein. So hieß es. So sollte es eigentlich sein, dass der Strom eigentlich gratis sei. Natürlich, auf der anderen Seite habe ich als Argument gebracht, wir haben den Atommüll, Franz Hörmann gerade gehört, die Entsorgung, das ist das Teure und das Unsichere. Ich denke, man sollte versuchen, den Weg ganz schnell links aus der Atomenergie herauszunehmen. Das ist das A und O. Wir haben Fukushima gesehen, Tschernobyl gesehen und auch noch sicherlich andere Atomkraftwerke, die ihre Störfälle hatten. Sollte man einfach an unsere Zukunft, an unsere Kinder, denke ich, denken. Ich kann dir jetzt aus der Sicht des Rechnungswesens und auch aus psychologischer Sicht erklären, wie das mit den Kernkraftwerken wirklich funktioniert. A, es stimmt, sie sind wirtschaftlich abgeschrieben, aber genau deshalb machen sie auch die höchsten Gewinne. Das ist ja ganz klar, wenn ich keine Abschreibung habe und ich fahre mit den Preisen weiter wie bisher, dann habe ich umso mehr Gewinne für die Eigentümer. Was ich aber nicht gelöst habe, ist das Endlagerungsproblem und das brauche ich jetzt zusätzlich, denn das ist das Angstpotenzial für die Erpressung der Bevölkerung. Ich kann mit den Preisen jetzt zusätzlich noch hinaufgehen, weil ich sage, liebe Leute, wir brauchen das Geld, weil wir wissen noch immer nicht, wie wir sicher ein Endlager fabrizieren sollen und das ist in eurem Interesse. Und damit hat man die Menschen so richtig im Schwitzkasten und kann sie aussaugen. Und das ist leider Gottes das unwürdige Spiel, das momentan gespielt wird. Also man muss ja wissen, dass Atomkraft natürlich die teuerste Energieform überhaupt ist, die es auf der Erde je gegeben hat, gerade wegen dieser Endlagerung. Und das ist ja eben halt das Problem, was wir nicht diskutieren. Wir können mal als Beispiel Tschernobyl. Wer hat denn von dem günstigen Strom etwas gehabt? Das war unter der Ära Brezhnev. Wir könnten ihm jetzt im Prinzip zur Installation eines neuen Sarkophag, könnten wir Brezhnev jetzt eine Rechnung an den Grabstein tackern. Aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Das heißt, es wird natürlich sozialisiert, weil die Produktion des Stroms aus Kernenergie eben halt vom Volk bezahlt wird hauptsächlich und die Gewinne ausschließlich eingefahren werden von den Betreibern. Aber da sind wir wieder bei der Situation der Lobbyisten und all dem, was wir in diesem System ja endlich ad acta erklären wollen durch ein neues System. Ja, wie gesagt, wir können jetzt gerne noch eine Stunde, zwei Stunden weitermachen, aber ich glaube, nein, das werden wir auch sicherlich nicht tun, denn sonst wird es zu lang auch zum Reinhören, Reinschauen. Die Leute brauchen auch die Zeit. Geht es heute noch nach Hause, Andreas, nach Kanada oder wo geht's hin? Nein, nach Hannover heute und in zwei Wochen geht es wieder zurück nach Hause. Na wunderbar. Franz, bei dir heute? Ja, heute, ich werde jetzt anschließend auch heimfahren, meinen Sohn aus der Musikschule holen in Klosterneuburg. Und am 11. Jänner habe ich ab Mittag, 13.30 Uhr, beginnt 12 Uhr ist Einlass in Unterdulnerbach, Gasthof zur Post, Hauptstraße 5. Das nennt sich Top-Info-Forum, Impulstreffen Nummer 5. 19.30 Uhr ist dann mein Vortrag, ist der letzte mit Open End. Also wer Lust hat, kann bis Mitternacht mit uns weiter diskutieren. Das wird nett. Und am 17. Jänner bin ich dann voraussichtlich als Zeuge und Gutachter erstmals im Gerichtssaal in Graz. Weil jemand seinen Bankkredit nicht zahlen will, also man sagt ja heute noch zurückzahlen, wir sagen, was heißt zurück? Ja, genau. Was ja sehr witzig ist, nicht? Wie soll denn ein Richter im heutigen System überhaupt Recht sprechen, ja, wenn schon im Vorhinein der eine Schuldner heißt, nicht? Also wird er ihn wahrscheinlich schuldig erklären und dem Gläubiger wird er wahrscheinlich Glauben schenken. Ja. Also wenn ihm diese Worte schon in den Mund gelegt werden, nicht, dann ist es ja schön, sich dieses Theater einmal anzuschauen. Nicht? Also aus wirtschaftlicher Sicht wird es eine spannende Geschichte. Wir werden versuchen, auch nachher eine Pressekonferenz abzuhalten, um einfach mal zu erklären, wie Banken heute eben Schuldgeld erzeugen und dass sie hier Bits und Bytes in ihre eigenen Computer hineinschreiben und eben keine gesetzlichen Zahlungsmittel an ihre Kunden weitergeben.
Und dazu möchte ich natürlich alle einladen, die Platz haben im Gerichtssaal. Ne? 17.01. Informiert euch einfach auf meiner Website bzw. über Facebook. Ja, und da wird das dann gepostet. Super, ganz herzlichen Dank. Gute Reise nach Hannover heute und Dankeschön. Schönen Abend euch. Dankeschön. Ne? Und bis dann. Lieber Franz, schön. Ja, wieder echt freudig. Toll, danke.